Wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 32. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend eine Aktuelle Stunde. Mehr bezahlbarer Wohnraum in Hessen. Die Landesregierung intensiviert weiter die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Das ist die Drucksache 19/3769. Wir beginnen jetzt mit der mündlichen Frage Nummer 612 des Kollegen Warnecke. Oh, drücke mal drauf, Herr. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf die Landesregierung fragen, mit welcher Millionen-Euro-Summe wird der Landesanteil an dem Darlehensprogramm zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, dessen Gesamtdarlehensvolumen gut ein Viertel des 1 Milliarde umfassenden kommunalen Investitionsprogramms ausmacht, in den zukünftigen 15 Landeshaushalten insgesamt angesetzt? Frau Staatsministerin Priska Hinz, bitte sehr. Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, WIBank, stellt für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum Darlehensmittel in einem Umfang von 230 Millionen Euro bereit. Die Mittel dienen der Unterstützung von Investitionen von Kommunen und kommunal ersetzenden Maßnahmenträgern bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sowie von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms. Für die Dauer der ersten 15 Jahre der Laufzeit der Darlehen trägt das Land Hessen die Zinsen in vollem Umfang in Form von Zinszuschüssen. Die Darlehen sind damit in dieser Zeit für den Förderempfänger zinsfrei. Die Förderung kann für Vorhaben gewährt werden, die bis zum 31.12.2018 begonnen werden. Die WIBank refinanziert sich fristenkongruent auf dem Kapitalmarkt. Da die Entwicklung der Zinsen in den kommenden Jahren nicht bekannt ist, können über die mit dem Programm verbundenen Belastungen des Landeshaushalts selbst zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine konkreten Angaben gemacht werden. Kollege Warnecke, eine Zusatzfrage, bitte sehr. Sehr geehrte Frau Staatsministerin, haben Sie denn eine ungefähre Einschätzung, was Sie da auszugeben gedenken? Oder sagen Sie, das wissen wir gar nicht? Frau Ministerin. Wie ich bereits gesagt habe, ist zurzeit nicht klar, wie die Zinsentwicklung der nächsten 10 Jahre sein wird. Und deswegen, wir gucken nicht in die Glaskugel, wenn Landeshaushalte aufgestellt werden. Und das wird alles dann entsprechend in den Landeshaushalt aufgeführt, sobald wir wissen, was dort auch tatsächlich veranschlagt werden muss, im Sinne von Klarheit und Wahrheit. Jetzt gibt es erst einmal eine Zusatzfrage des Kollegen Michael Siebel. Drücke mal drauf. Frau Staatsministerin, ist es dann richtig, dass die von Ihnen immer wieder vorgetragene öffentliche Behauptung, dass die 230 Millionen, die im KIP sind, lediglich mit 9,5 Millionen aus dem Landeshaushalt der Zinsen finanziert werden und die restlichen 225 Millionen aus dem Sondervermögen Kommunalinvestitionsförderung des Bundes dem Landeshaushalt zufließen? Frau Ministerin. Nein, das ist falsch, was Sie da behaupten. Jetzt haben wir eine, meine Damen und Herren, ganz ruhig, Frage und Antwort gibt es, keine Kommentierung. Jetzt haben wir eine Zusatzfrage des Kollegen Norbert Schmidt. Die WIBank und insbesondere die Geschäftsführer sind ja keine Dilettanten. Die haben sicherlich für die nächsten mindestens 10 Jahre die entsprechenden Darlehensmittel auf den Kreditmarkt sich besorgt. Deswegen muss sozusagen ja die Zinszahlungen feststehen. Wenn Sie uns dazu noch einmal bitte eine Auskunft geben würden. Frau Ministerin. Die Finanzierung wird dann gemacht, wenn die Finanzierung ansteht, und es wird dann veranschlagt, wenn klar ist, wie viel das Land zu zahlen hat. Herr Kollege Schaus, so leid mir es tut. Ja, es tut mir leid. Zwei Zusatzfragen waren bereits. Deshalb geht es nicht mehr. Dann das nächste Mal oder am Freitag. Ja, der Kollege Warnke hat noch eine. Der Fragesteller darf noch einmal eine Zusatzfrage stellen. Bitte sehr. Frau Ministerin, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, heißt es, dass Sie davon ausgehen, dass die WIBank nicht in der Lage ist, auch nur näherungsweise zu sagen, mit welchem Haushaltsrisiko wir zu rechnen haben. Denn theoretisch könnten die Zinsen ja auch mit 100% von der WIBank aufgenommen werden. Und wir tragen sozusagen das volle Risiko. Warum nehmen wir das Geld da nicht selber auf? Frau Ministerin.
Also, Herr Warnecke, Herr Abgeordneter Warnecke, die Kommunen nehmen die Darlehen auf, und wir finanzieren die Zinsen der Kommunen zu 100% als Zuschuss für die ersten 15 Jahre. Die Kommunen müssen diese Zinsen nicht zurückzahlen. Das sind Darlehen der Kommunen. Und ich will Ihnen noch eins sagen, weil Sie ja anfangen, an diesem Programm herumzumäkeln. Im Frühjahr, ja. Meine Damen und Herren, bitte, bitte, es ist schon über 25 Grad. Die Frau Ministerin hat das Wort. Also aus Herr Kollege Gremmels, ich bitte auch Sie, so friedlich und ruhig zu sein wie ich selbst. Die Ministerin hat noch das Wort, wenn sie möchte. Die Ministerin möchte. Das Programm ist außerordentlich erfolgreich. Die Kommunen haben im Frühjahr zum ersten Stichtag bereits für 127,8 Millionen Euro Darlehen für 1.143 Wohnungen beantragt. Das heißt, fast für die Hälfte der Mittel, die das Land den Kommunen mit dem KIPP zur Verfügung stellt. Und nicht Bundesprogramm, sondern Landesprogramm. Außerordentlich erfolgreich. Der zweite Stichtag ist im Oktober. Und wir gehen derzeit davon aus, dass das Programm genauso erfolgreich weiterläuft. Vielen Dank. Das war's. Weitere Fragen im Foyer. Jetzt beginnen wir mit der Aktuellen Stunde. Es beginnt die Frau Kollegin Feldmayer, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Anlass für die Aktuelle Stunde ist, dass die Landesregierung einen Beschluss gefasst hat, 2018 und 2019 jeweils zusätzlich 65 Millionen € Landesmittel für die Wohnraumförderung bereitzustellen. Ich glaube, da lohnt es sich, noch einmal darüber zu debattieren. Hier gibt es ja anscheinend auch noch etwas Beratungsbedarf. Also von daher glaube ich, ist es eine gute Gelegenheit, heute Morgen darüber noch einmal zu sprechen. Meine Damen und Herren, wir haben uns vorgenommen, Hessen sozialer und gerechter zu machen. Dazu gehört für uns GRÜNE, dass es gute und bezahlbare Wohnungen für alle Menschen in Hessen gibt, Wohnungen, die mehr sind als ein Dach über dem Kopf, wo man nicht nur zu einem angemessenen Preis mieten kann, sondern wo es auch ein gesundes Umfeld gibt mit einer guten sozialen Infrastruktur. Wer arm ist, darf nicht an den Rand der Städte gedrängt werden oder nur in den Vierteln wohnen können, wo es laut ist, wo die Luft schlecht ist, wo Kinderspielplätze oder Kinderbetreuungsplätze rar sind. Das wollen wir nicht. Meine Damen und Herren, wir sehen, dass es hier eine zunehmende Ungerechtigkeit gibt, und hier wollen wir gegensteuern. Wir wissen, dass gut verdienende Menschen kein Problem haben, eine attraktive Wohnung in Frankfurt, in Wiesbaden oder in Darmstadt zu bekommen. Ein Problem haben die Menschen, die wenig verdienen, große, kinderreiche Familien, Studierende, vor allem wenn sie aus dem Ausland kommen, aber zunehmend auch Menschen, die mittlere Einkommen haben. Die kürzlich vorgelegte Wohnbedarfsprognose hat die Notwendigkeit, zusätzlichen sozialen Wohnungsbau zu erstellen, noch einmal bestätigt. Wir sagen nicht, dass wir von heute auf morgen beim Wohnungsbau alle Probleme auf einen Schlag lösen können. Das würde niemand von uns behaupten. Das dauert. Aber wir arbeiten kontinuierlich daran, und wir sind in den letzten 2,5 Jahren die notwendigen Schritte gegangen und haben es geschafft, hier einen Richtungswechsel hinzubekommen zu mehr sozialem Wohnungsbau in Hessen. Mit der Änderung des Wohnraumfördergesetzes, der Wohnungsbauprogramme für die neuen Zielgruppen, mittlere Einkommen und Studierende, aber vor allem auch mit der immensen Steigerung der Fördermittel für den Wohnungsbau.
Wir haben den sozialen Wohnungsbau in Hessen massiv angekurbelt. Ich glaube, das steht nicht außer Frage. Wir stellen heute so viel Fördermittel wie noch nie zur Verfügung und schaffen es mit den 65 Millionen Landesmittel, die zusätzlich jeweils 2018 und 2019 zur Verfügung gestellt werden, ein richtig gutes und solides finanzielles Polster hinzubekommen. Es kommt deutlich über 1 Milliarde € zusammen für den Wohnungsbau in Hessen. Das ist eine Verdopplung der Fördermittel. Das ist so viel wie noch nie hier in Hessen für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt worden ist, meine Damen und Herren. Und natürlich ist es so, dass wir auch Kompensationsmittel des Bundes bekommen. Und da möchte ich auch die Bauministerin des Bundes ausdrücklich loben, dass sie eingesehen hat, dass wir da eine deutliche Aufstockung der Mittel bekommen. Aber wir haben auch hier in Hessen deutlich aufgestockt. Und ich glaube, insgesamt ist es wichtig, dass wir mehr Mittel für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Das sind Bundesmittel, das sind Landesmittel. Die Ministerin hat gerade noch einmal darauf hingewiesen, das kommunale Investitionsprogramm, das sind alles Landesmittel. Das haben wir geschafft, teilweise auch mit der Unterstützung der Opposition letztes Jahr bei den Haushaltsberatungen. Darauf möchte ich auch noch einmal hinweisen. Also, ich glaube, da sind wir sehr, sehr hervorragend aufgestellt. Und das ist ein gutes Signal an alle Kommunen, an alle Wohnungsbauunternehmen, die bauen wollen, aber auch an die Menschen in Hessen, die das von uns fordern. Meine Damen und Herren, genügend Mittel alleine, das wissen wir, reichen auch noch nicht, um den Wohnungsbau anzukurbeln. Wir brauchen Programme, die abgerufen werden, gut funktionierende Programme, passgenaue Programme für die einzelnen Zielgruppen. Da haben wir zugelegt, da haben wir neue Programme entwickelt, Wohnraum für Studierende zum Beispiel oder das Mittelstandswohnen. Und alleine 2015, das ist das Ergebnis einer kleinen Anfrage von mir, wurden Fördermittel für studentisches Wohnen von insgesamt 25 Millionen € für den Bau von 1.097 neuen Wohnplätzen vergeben. Meine Damen und Herren, ich glaube, das zeigt, wie erfolgreich die Programme sind, die aufgelegt worden sind. Und auch die Spatenstichtermine der Ministerin für studentisches Wohnen oder von Boris Rhein, unserem Minister für Hochschulpolitik, zeigen, es werden dauernd neue Wohnheime eröffnet, es werden immer mehr Wohnplätze geschaffen. Und da genau sind wir dran bei den Dingen, die wichtig sind hier in Hessen. Meine Damen und Herren, die Bürgerinnen und Bürger in Hessen können sicher sein, dass wir uns um die Probleme auf dem Wohnungsmarkt kümmern. Denn dies ist eine Frage der Gerechtigkeit und des Zusammenhalts unserer Gesellschaft. Vielen Dank, Frau Kollegin Wildmeier. Das Wort hat der Abg. Siebel, SPD-Fraktion. Wie schon aufgeklärt. Schon ziemlich. Schon länger als sieben. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte erst einmal der Kollegin Martina Feldmayer auch nochmals zu ihrer gestrigen Hochzeit gratulieren. Also, es wäre ja schön gewesen, wenn Sie hätten ordentlich feiern können, aber so ist das manchmal. Wir sind hier zum Arbeiten da und nicht zum Feiern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Aktuelle Stunde der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat den Titel Mehr bezahlbaren Wohnraum in Hessen. Das ist richtig. Und er hat den Untertitel Landesregierung investiert weiter in die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist falsch oder nur bedingt in einem kleinen Anteil richtig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde Ihnen nachweisen, wieso Sie mit Ihren Reden der Öffentlichkeit Sand in die Augen streuen. Im Übrigen tun Sie das auch, Frau Ministerin, mit dem lustigen Video, der auf der Homepage des Ministeriums zu finden ist, wo einige Figuren da rumspringen und kleine Menschlein ihre Behauptungen feiern und lobpreisen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses hier ist keine Comicbude, das ist der Hessische Landtag. Das ist der Hessische Landtag, und hier geht es um Fakten. Und jetzt will ich mit Ihnen einmal den Faktencheck machen.
Frau Feldmayer, Sie sprachen davon, 1 Milliarde Euro. Und wir analysieren jetzt einmal, wo diese 1 Milliarde herkommt. Erstens. Das ist gestern schon angesprochen worden. Im Einzelplan 7 findet sich der soziale Wohnungsbau unter dem Förderprodukt 8 mit 95,5 Millionen Euro. Und dann schauen Sie doch einmal in diesem Förderprodukt genauer hin. Dort steht, dass diese Erträge ausschließlich aus Bundesmitteln eingespeist werden. Kein einziger Euro ist dort hessisches Landesgeld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweitens. Sie erwecken den Eindruck, dass die Mittel bei der Landesbank, das hat eben eine Rolle gespielt bei der Frage von Kollegen Thorsten Warnecke, vornehmlich hessisches Geld sind. Und Sie erwecken den Eindruck, dass diese Mittel durch Ihre Politik mehr geworden sei. Faktencheck. Die Bank hat in einer Präsentation aus dem Juli 2016 als Fördermittelbereitstellung nach dem Anmeldetermin des Ministeriums Folgendes aufgeschrieben. 69,9 Millionen Neubau, 13,3 Millionen Modernisierung, 9,1 Millionen studentisches Wohnen und 128,9 Millionen kommunales Investitionsprogramm KIP für den Wohnraum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die ersten beiden Positionen sind Mittel, die aus dem sogenannten revolvierenden Fonds der Bank kommen. Den gibt es schon immer. Für die Öffentlichkeit, das ist ein Fonds, aus dem Darlehensmittel gezahlt werden, die dann auch wieder zurückfließen. Diese Mittel gibt es seit vielen, vielen Jahren, übrigens eine Erfindung von Sozialdemokraten. Richtig ist, dass die 9,1 Millionen € für den studentischen Wohnungsbau in der Tat Landesmittel sind. Es kommt dazu die Kompensationsmittel. Wo kommen die her? Ist eben gesagt worden von Frau Hinz. Die Kompensationsmittel aus dem Föderalismuskompromiss des Bundes in Höhe von 32 Millionen €. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, komme ich zu dem dritten Punkt, der eben schon mal eine Rolle gespielt hat. Bis gestern Abend war ich in der Tat noch der Überzeugung, dass das kommunale Investitionsprogramm, das immer wieder mit 230 Millionen € angegeben wird, reine Landesmittel seien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Blick in den Haushalt hat mich eines Besseren belehrt. Im Einzelplan 17, Kapitel 3, finden wir dieses Geld unter der Funktionsziffer 334-01-692. Und da steht, Zuweisung aus dem Sondervermögen Kommunalinvestitionsförderfonds des Bundes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und zwar mit 75 Millionen € für 2016 und 115 Millionen € für 2017. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie behaupten, dass das KIP Landesmittel seien im Gesamtvolumen, dann ist das falsch, dann ist eine Behauptung, mit der Sie der Öffentlichkeit Sand in die Augen streuen. So, wer jetzt aber gut rechnen kann, rechnet, dass 150 Millionen und 75 Millionen nur 225 Millionen und nicht 230 Millionen, wie ja immer wieder von der Landesregierung sind. Stimmt. Das kann ich auflösen. Und deshalb, Frau Ministerin, wundert es mich, dass Sie eben nicht klar und deutlich über die Frage dessen geredet haben, welche Zinszuschüsse das Land Hessen denn bereit ist, 0% Zinsen auf 15 Jahre. Auf Seite 46 des Einzelplans 17 ist das zu finden. Dort sind aufsummiert 9,5 Millionen €. Das ist in der Tat Landesgeld. Sie finanzieren also ausschließlich die Zinsen des KIP. Die Mittel für das KIP kommen aus einem Bundesprogramm, nämlich dem Kommunalinvestitionsförderprogramm. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie sich über diese Darlegung so aufregen, dann fordere ich Sie in der Tat zu einem öffentlichen Faktencheck auf. Das ist kompliziert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann machen wir das einmal so. Dann argumentieren Sie durch. Wir machen das anhand der Zahlen des Haushalts, die der Finanzminister gestern vorgestellt hat. Und wir dröseln das einmal auseinander. Ich komme, Kollege Siebel, Sie kommen zum Schluss. Ich komme zum Schluss und stelle fest, dass insgesamt 257 Millionen € dieser Mittel vom Bund kommen, 83 Millionen € aus dem Fonds der Bank und lediglich 18,6 Millionen € originäre Landesmittel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist
nach meinem Verständnis, was die Behauptungen angeht im Hinblick auf die Landesmittel, armselig, was Sie dort zur Verfügung stellen. Es ist notwendig, dass ein öffentlicher Faktencheck, lassen Sie das dann unter einem neutralen Moderator. Kollege Sie, ich will Sie nur noch einmal daran erinnern, dass ich Sie schon erinnert hatte. Sind Sie so lieb? Ein Faktencheck zu dem Thema und streuen Sie nicht weiter der Öffentlichkeit Sand in die Augen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Siebel, für den ausführlichen Beitrag. Das Wort hat Herr Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Kollege Schmidt hatte es ja auch gestern schon bei den Haushaltsberatungen ein bisschen aufgedröselt, dass die Frage, wo kommt das Geld eigentlich für den Wohnungsbau her, eben nicht die reinen Landesmittel sind. Aber das darf man dann auch sagen. Das hat es natürlich auch bei anderen Landesregierungen schon gegeben, dass sie die Bundesmittel quasi für sich auch vereinnahmt haben. Das würden auch Sozialdemokraten machen, wenn sie regieren würden. Aber, meine Damen und Herren, es ist ja gut, wenn wir da mal so ein bisschen ins Detail hineingehen. Nur am Ende aller Tage wird es das Problem nicht lösen. Die Frage, wie groß die Mittel sind, und Frau Feldmayer, Sie haben das ja, diese Rekorde hier gezeichnet, 1 Milliarde bis 2019. Das heißt also über die Legislaturperiode hinaus. Man muss einfach nur die Zeitspanne auch groß genug machen. Dann wird die Summe auch immer noch größer, und dann wird es immer noch rekordverdächtiger. Aber, meine Damen und Herren, ich bleibe bei der These, am Geld liegt es nicht. Wenn wir uns in der Vergangenheit immer wieder mit dem Wohnungsbau beschäftigt haben, dann sehen wir dann zum einen, dass die in dieser Zinsphase es noch nie gescheitert hat, Geld für den Wohnungsbau zu beschaffen. Das merkt man auch daran, dass die Bundesmittel jetzt als verlorene Zuschüsse herausgehen. Also das letzte Mittel, was ich machen kann, über finanzielle Anreize irgendwo etwas anzukurbeln. Und dann schaue ich dann, ich habe eine kleine Anfrage gestellt, an der Stelle auch übrigens mal vielen Dank an die vielen Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, die immer so fleißig unsere kleinen Anfragen beantworten. Ich weiß, dass ich dem einen oder anderen ein bisschen mit auf dem Zwackel gehe, aber wenn man also Lesen bildet, bekanntlich. Meine Damen und Herren, dann stelle ich dann fest, dass die Anzahl der genehmigten Wohnungen nach Verwaltungseinheiten in Hessen in den Städten, wo es brennt, also Darmstadt, Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, dass die Genehmigungen in den letzten Jahren sogar rückläufig sind. Rückläufig sind. Und da muss man sich ja schon einmal fragen, warum. Da will ich überhaupt nicht jetzt hier irgendwem irgendeine Schuld in die Schuhe schieben, irgendwie sagen, da sind Sie jetzt für verantwortlich, dass Sie machen die falsche Politik, das ist alles rückläufig. Nein. Ich glaube nur, dass wir uns ernsthaft als Wohnungsbaupolitiker mit den Fragen beschäftigen müssen, die uns ja immer wieder viele Gremien auch aufschreiben. Die WI-Bank ist schon genannt worden. Die Hessenagentur ist genannt worden. Das ist aber der regionale Planungsverband Rhein-Main, der da gerade eine Untersuchung zugemacht hat. Die uns immer wieder sagen, vor allen Dingen in den Städten, wo es drückt, fehlt der Grund und Boden. Meine Damen und Herren, was tut denn die Landesregierung dazu, die eigenen Landesliegenschaften mal zu heben für den Wohnungsbau und dann für Wohnungsbaugesellschaften zur Verfügung zu stellen? Was tun Sie selber, wo Sie selber einen Einfluss haben? Ich habe Ihnen immer wieder gesagt, auch beim Bund sind ein paar Fraktionen ja hier, die auch durchaus noch Einfluss auf den Bund haben. Auch auf die BIMA könnte man Einfluss nehmen. Aber was im eigenen Bereich liegt, da höre ich von Ihnen nun mal leider überhaupt nichts. Selbst die Auskunft der Allianz für Wohnen, die von Ihnen eingesetzt worden ist, ist nicht zur Verfügung gestellt worden. Wie soll eine Allianz für Wohnen, die das als vordringlichstes Problem – übrigens, das wächst ja gar nicht auf meinem Mist – auch das schreibt die Landesregierung in der Beantwortung der Kleinen Anfrage als größtes Problem hinein, dass wir die Grund und Boden nicht haben, um zu bauen, nicht die finanziellen Mittel.
Ich weiß deswegen nicht, warum wir uns dann immer damit beschäftigen, dass wir immer noch mehr Geld in dieses System hineinblasen. Meine Damen und Herren, die Mitnahmeeffekte sind vorprogrammiert, wenn wir da immer noch mehr Geld hineingeben. Am Geld, an der Zinsphase liegt es nicht. Wann gehen wir hin und diskutieren die Ergebnisse hier im Hessischen Landtag der Allianz für Wohnen, die unabhängig davon sind, wie wir da wurde ja doch genannt die Mietpreisbremse, die NF, Fehlbelegungsabgabe, Milieuschutzsatzungen, Grunderwerbsteuer, ÖPNV-Entschließungsabgabe. Meine Damen und Herren, solange Sie da nicht rangehen, können Sie noch so viel Geld ins System blasen. Es werden in den Städten, wo es wirklich brennt, keine neuen Wohnungen entstehen. Vielen Dank, Kollege Lenders. – Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist vielerorts dramatisch, besonders für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen, für Familien und Studierende. Sie werden zunehmend aus den Innenstädten verdrängt, weil sie sich die hohen Mieten einfach nicht mehr leisten können, die oft mehr als die Hälfte des gesamten Monatseinkommens betragen. Und dagegen muss dringend etwas getan werden, denn Wohnen ist ein Menschenrecht. Aber, Frau Ministerin, die Mittel, die das Land zur Verfügung stellt, reichen bei Weitem nicht aus, um die Beseitigung bezahlbaren Wohnraums der vergangenen Jahrzehnte rückgängig zu machen. Im Gegenteil, sie schmücken sich mit Programmen, die größtenteils vom Bund und von den Kommunen finanziert werden und nur zu geringen Teilen vom Land. Und das wird der Situation, die wir auf dem Wohnungsmarkt haben, überhaupt nicht gerecht, Frau Ministerin. Ich will noch einmal die Dimension des Problems Ihnen vor Augen führen, anhand von ein paar Zahlen. Seit 1991 wurde der Bestand von Sozialwohnungen in Hessen halbiert. Von 205.000 Wohnungen Anfang der 1990er Jahre sind heute gerade einmal knapp über 100.000 Wohnungen über. Jahr für Jahr fallen immer noch über 3.000 Wohnungen aus der Sozialbindung. Im Ende 2013 fehlten für 45.000 registrierte Familien in Hessen eine entsprechende Wohnung. Und nach Zahlen des Pestel-Instituts die sprechen sogar über weit über 200.000 anspruchsberechtigte Haushalte. Hessen ist zudem nach wie vor Schlusslicht beim Angebot von Wohnheimplätzen für Studierende. Gerade einmal für 6 % der Studierenden stehen Wohnheimplätze zur Verfügung. Die Wohnungsnot war also schon lange vor dem Anstieg der Flüchtlingszahlen Realität an vielen Orten. Die Situation ist nicht deshalb angespannt, weil mehr Flüchtlinge zu uns kommen, sondern sie ist angespannt, weil Bund und Länder den sozialen Wohnungsbau faktisch ad acta gelegt haben und stattdessen Eigentumswohnungen gefördert haben, die sich die Mieterinnen und Mieter aber in der Regel überhaupt nicht leisten können, meine Damen und Herren. Und dann stellen Sie sich hier hin und wollen sich bejubeln lassen. Und da sage ich nein, dazu besteht kein Grund, Frau Ministerin. Man muss nur einmal in Frankfurt an einem Wohnungsbesichtigungstermin teilnehmen, um das zu erkennen. Die Wohnraumbedarfsanalyse-Prognose im Juni dieses Jahres hat einen zusätzlichen Wohnungsbedarf von 517.000 Wohnungen bis zum Jahr 2040 ergeben. Das würde bedeuten, dass jedes Jahr 20.000 neue Wohneinheiten entstehen müssen. Die bisherigen Förderprogramme allerdings haben ja nicht einmal ausgereicht, um die jährlich über 3.000 Wohnungen auszugleichen, die aktuell aus der Sozialbindung fallen. Und wenn Sie sich heute hier dann loben, dann ist das ein bisschen so, als wenn Sie einem Ertrinkenden, der mit dem Kopf unter Wasser ist, erklären, dass sich über ihm jetzt nur noch 4 statt 5 Meter Wasser befinden. Deshalb hat der Ertrinkende immer noch keine Luft zum Atmen. Er ist immer noch mit dem Kopf unter Wasser. Ihre Bemühungen sind halbherzig. Sie werden nicht dazu führen, dass sich die Lage, die Wohnungsnot im Rhein-Main-Gebiet und an den hessischen Hochschulstandorten im Ansatz gelindert werden. Eine vernünftige Wohnungspolitik braucht eine langfristige und nachhaltige Finanzierung statt kurzfristiger, viel zu niedrig angesetzter Förderprogramme, die den Kommunen lediglich als Darlehen angeboten werden.
Die Kommunen finanzieren es also größtenteils selbst. Dann kommt noch etwas vom Bund. Und das Land macht sich einen schlanken Fuß, schmückt sich aber mit den Mitteln, die die Kommunen selber finanzieren. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Frau Ministerin. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Anträge zum Landeshaushalt eingebracht. Wir wollten mindestens 4.000 neue Sozialwohnungen schaffen, im letzten Jahr 10.000 neue Wohnungen. Mit unseren Anträgen hätten wir wenigstens den Verlust der in den letzten Jahren aus der Sozialbindung gefallenen Wohnungen erreicht. Diese Anträge haben Sie leider abgelehnt. Wir sagen, Wohnen ist ein Menschenrecht. Die Versorgung der Menschen mit Wohnraum ist zu wichtig, um sie dem Markt zu überlassen. In Städten wie in Frankfurt sehen wir, wohin das führt. Es entsteht immer mehr hochpreisiger Wohnraum. Es entstehen immer mehr Büroräume, und das, obwohl 2 Millionen Quadratmeter Bürofläche in Frankfurt leer stehen. Aber, meine Damen und Herren, kriminalisiert werden nicht diejenigen, die Gebäude grundlos leer stehen lassen und damit Wohnraum weiter verknappen. Wir fordern seit Jahren, dass die Kommunen endlich gegen Leerstand wieder vorgehen müssen. Nein, kriminalisiert werden die Menschen, die durch Hausbesetzungen auf die Misere hinweisen und leerstehende Gebäude einer sinnvollen Nutzung zuführen. Wir sagen, es kann doch nicht sein, dass mit Wohnraum spekuliert wird, während andere obdachlos sind. Und deshalb unterstützen wir auch Initiativen wie Projekt Shelter in Frankfurt, die durch ihre Aktionen auf die Misere hinweisen und sagen, wie man Wohnraum auch sinnvoll nutzen könnte, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Die Frage ist, wem gehört die Stadt? Es ist höchste Zeit, die derzeitigen Eigentumsverhältnisse auf dem Wohnungsmarkt zu hinterfragen und zu verändern. Wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau, keinen Verkauf von Wohnungsbaugesellschaften der öffentlichen Hand. Es kann doch nicht sein, dass Hartz-IV-Bezieher zu Umzügen gezwungen werden, weil ihre Wohnungen ein paar Quadratmeter zu groß sind, während Eigentümer ihre Gebäude leer stehen lassen und verfallen lassen. Und deshalb die Maßnahmen von Bund und Land reichen hier überhaupt nicht aus. Die Mietpreisbremse ist unwirksam, sie wird systematisch unterlaufen. Und deshalb brauchen wir endlich auf der Ebene des Bundes und der Länder eine Wohnungsbauoffensive, die einen solchen Namen auch verdient hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Caspar, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin der Fraktion von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dankbar, dass Sie als Aktuelle Stunde das Thema Wohnungsbau und Wohnungspolitik aufgerufen haben, weil es, glaube ich, für die Menschen in Hessen ein sehr wichtiges Thema ist. Wir stehen dafür als Koalition, dass wir alles tun werden, dass alle Menschen in Hessen angemessen wohnen können. Ich bin Ihnen auch deswegen dafür dankbar, weil wir die Möglichkeit mal hatten, hier auch die Opposition erleben zu können zu diesem Punkt, die sich ja sehr unterschiedlich aufgestellt hat. Die FDP hat erklärt, wir geben in dem Bereich zu viel Geld aus. Die Linkspartei hat erklärt, wir geben in dem Bereich zu wenig Geld aus. Und die SPD hat es gar nicht verstanden, wie das Geld sich zusammensetzt. Meine Damen und Herren, man kann nur sagen, mit so einer Opposition ist kein Staat zu machen und der Wohnungspolitik in Hessen auch nicht zu helfen. Die Situation ist die, dass Hessen zwar für Herr Schmidt, Sie sollten mal zuhören, vielleicht hilft es ja dann, dass Sie Dinge besser nachvollziehen können. Denn aufgrund Ihrer Fragen vorhin konnte man ja sehen, dass es da noch sehr viele Defizite gibt. Bei der Wohnungspolitik ist das Land aufgrund der Föderalismusreform zuständig. Und das Land bringt hier sehr viele Förderprogramme auf den Weg, unterstützt den Wohnungsbau, wo immer es möglich ist. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, es gibt eben andere Ebenen, die auch das Ihre auf ihren Ebenen leisten müssen. Und während jeder feststellen kann, dass es keinen Mangel an Eigentumswohnungen gibt und auch keinen Mangel an Büroflächen, ist es eben so, dass wir im Bereich des Mietwohnungsbereichs einen Mangel haben, weil viele Investoren sich zurückgezogen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und bestimmte Dinge, die Herr Maas zum Beispiel, und da wären Sie gefragt als SPD auf Bundesebene, momentan auf den Weg bringen will, würden natürlich dazu beitragen, dass noch weniger Investoren bereit sind,
sich im Mietwohnungsbau zu engagieren. Sie können das ja sehen, dass wahrscheinlich genauso wenig wie zu mir jemand zu Ihnen gekommen sein wird, der gesagt hat, er findet im Ballungsraum keinen Büromietraum oder keinen Gewerbemietraum. Und da haben wir eben ein anderes Mietrecht. Da haben wir genug Investitionen, da haben wir einen funktionierenden Markt. Und dort, wo der Bund eben massiv immer wieder in das Mietrecht eingreift, haben wir die Probleme, dass die privaten Investoren sich zurückziehen. Das Zweite ist die kommunale Ebene. Auch das muss angesprochen werden. Wir hatten bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts die Regelung, dass auch private Wohnbauflächen ausweisen und entwickeln durften. Das hat der damalige Reichsgesetzgeber eingestellt mit der Begründung, man müsse etwas gegen den Bodenpreisverfall tun. Und seitdem haben die Kommunen das Monopol bei der Ausweisung von Wohnbauflächen. Nur wenn man das Monopol hat, dann hat man meiner Ansicht nach auch die Verantwortung. Und diejenigen, die Mietwohnungsbau leisten wollen, und diejenigen, die öffentlich geförderten Wohnungsbau leisten wollen, wie z.B. die Nassauische Heimstätte oder die ABG oder andere, die sagen uns, der Engpass ist momentan nicht Förderprogramme des Landes Hessen, sondern der Engpass sind die Flächen. Und hier sind die Kommunen gefragt. Und deswegen mein Appell auch von dieser Stelle aus an die Kommunen, in den Gebieten, in denen zusätzlicher Wohnraum gebraucht wird, auch entsprechende Flächen auszuweisen oder auch Verdichtungen zuzulassen. Denn natürlich wollen wir eine Innenentwicklung stärken in den Städten. Aber dazu bedarf es natürlich dann auch der Mitwirkung der Kommunen, die die Verdichtung zulassen müssten. Das ist eben kommunale Verantwortung. Insoweit kann es das Land nicht alleine regeln, sondern Kommunen und Bund müssen hier mitwirken. Das, was das Land in dem Bereich machen kann, macht es hervorragend. Und Herr Siebel, wenn Sie zig Fragen haben, Sie haben ja angesprochen, Faktencheck, also so etwas gibt es ja im Hessischen Landtag. Das heißt kleine Anfrage, das heißt große Anfrage, das heißt dringlicher Berichtantrag. Das können Sie alles machen, da bekommen Sie die Fakten mitgeteilt. Wenn Sie es dann noch lesen, besteht wenigstens die Chance, dass Sie es verstehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Caspar. Das Wort hat die Frau Ministerin Priska Hinz. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich freue mich, dass wir heute über dieses Thema diskutieren, weil es tatsächlich ein ernstes Thema ist und weil wir eine Verantwortung haben im Land gegenüber den Menschen, die niedrige Einkommen haben. Aber selbst bei mittleren Einkommen ist es ja schon schwer, im Ballungsraum eine angemessene Wohnung zu finden. Und hier trägt das Land Verantwortung. Und wir wollen heute Morgen deutlich machen, dass wir diese Verantwortung auch wahrnehmen. Die Wohnungsbedarfsprognose zeigt bis 2020, dass wir etwa 37.000 Wohnungen jährlich brauchen, Frau Wissler, nicht 20.000, wie Sie vermutet haben. Aber es sind natürlich nicht alles Sozialwohnungen, die man braucht. Auch hier ist es so, dass auch frei finanzierter Wohnungsbau dringend notwendig ist, damit es insgesamt eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt gibt. Auch dadurch werden Mietpreisniveaus wieder gesenkt. Von daher ist es notwendig, dass alle hier an einem Strang ziehen, egal ob es private Investoren sind, Kommunen oder Wohnungsbaugesellschaften. Aber wofür wir die Verantwortung tragen, ist, dass der soziale Wohnungsbau gefördert wird. Und das tut das Land nachhaltig. Und ich bin eigentlich verblüfft, dass die SPD so einfache Sachen nicht versteht wie die Zahlen, die wir zur Verfügung stellen für den sozialen Wohnungsbau. Wir haben
bis zwischen den Jahren 2015 und 2018 eine Milliarde Euro zur Verfügung im Lande Hessen für die soziale Wohnraumförderung. Und weil wir wissen, dass es noch mehr Sozialwohnungen braucht, stocken wir diese Mittel noch einmal um 130 Millionen € auf in den Jahren 2018 und 2019. Es sind bei diesen Mitteln handelt es sich um Landesmittel aus dem Sondervermögen inklusive des Kommunalen Investitionsprogramms von 865 Millionen Euro und Bundesmittel, und zwar nur Kompensationsmittel, von 268 Millionen Euro. Das heißt, das Land stellt die Hauptmittel zur Verfügung. Und wenn Sie auf das KIPP ansprechen, dann genügt ein Blick in das Landesgesetz zu den kommunalen Investitionsprogrammen. Da steht drin, das Land stellt 230 Millionen Euro für die Kommunen für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Ein Blick ins Gesetz genügt. Ach, Herr Kollege Schmidt, die Bundesmittel würden dazu gar nicht ausreichen. Ich bin ja froh, dass auch die Bundesregierung erkannt hat, dass die Kompensationsmittel erhöht werden müssen, auch in den nächsten Jahren noch. Aber wichtig ist, dass das Land hier seiner Verantwortung gerecht wird und wir nicht nur die normalen Sonderprogramme fahren, sondern auch mit dem KIPP unbürokratisch Landesmittel für die Kommunen zur Verfügung stellen. Und wie Sie wissen, haben wir die Programme auch den gegenwärtigen Marktbedingungen noch einmal angepasst. Wir haben die Zinsen um ein Drittel gesenkt. Wir haben eine Zuschusskomponente noch einmal eingeführt in die Programme. Wir haben ein Programm für mittlere Einkommen aufgelegt und nachholend ein Programm für den studentischen Wohnraum, weil wir wissen, dass wir hier Nachholbedarf haben. Und dieses Programm wird unglaublich gut angenommen, denn die Studierenden sind ansonsten Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt für Familien, und das halten wir nicht für sinnvoll. Und ich will Ihnen einmal sagen, was wir allein in diesem Jahr für einen Erfolg haben. In diesem Jahr wurden Vorhaben mit einem Umfang von rund 230 Millionen Euro angemeldet. Fast 130, habe ich vorhin bei der mündlichen Frage gesagt, entfallen auf den Teil aus dem KIPP. Das sind Fördermittel für rund 2.800 Wohnungen. Das sind sechsmal so viele Wohnungen wie vor meinem Amtsantritt. Das mag der SPD wehtun. Deswegen sind Sie da auch so, auch reagieren Sie da so angestochen. Das mag Ihnen wehtun. Aber wissen Sie was? Für die Sache interessiert das überhaupt nicht. Für die Sache interessiert, ob das Land seiner Verantwortung gerecht wird und ob Wohnungen gebaut werden. Das ist derzeit der Fall. Und wir haben genügend Mittel zur Verfügung, damit weitere Wohnungen im sozialen Wohnraum geschaffen werden. Ich bin sehr dankbar den Koalitionsfraktionen, dass sie mit mir da an einem Strang ziehen, dass ich da die Unterstützung habe. Und ich habe auch die Unterstützung in den Verhandlungen mit den Kommunen gemeinsam dafür zu sorgen, dass natürlich mehr Grundstücke zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen auch Nachverdichtung, wir brauchen Aufstockung. Und die Ergebnisse der Allianz für Wohnen werden hier diskutiert, wenn die Allianz mehr als einen Zwischenbericht aufgestellt hat. Denn die Allianz arbeitet nebenberuflich, wie wir alle wissen. Und auch dieses braucht Zeit. Aber wir sind auf gutem Weg mit den Fördermitteln, mit der Allianz und in der Diskussion mit den Kommunen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin.
Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist diese Aktuelle Stunde besprochen und abgehalten.